Moin und willkommen zu dem Relegationsspiel hier auf meinem Kanal, und zwar für die zweite Bundesliga, wo ein geiles Spiel ansteht, und zwar Wiesbaden gegen Bielefeld. Ich weiß nicht, wen das von euch so interessiert, aber das, Alter, das war schon wieder, also generell war dieses letzte Wochenende geisteskrank. Übrigens gab es natürlich auch auf meinem Kanal, zumindest von der normalen ersten Bundesliga, und zwar in unserer eigenen Bundesliga, gab es die 9er-Konferenz. Video verlinke ich euch jetzt mal rechts oben. Zieht euch das auch auf jeden Fall rein, natürlich erst nach dem Spiel. Das war aber auch geisteskrank. Aber gut, auf jeden Fall jetzt zu dem Spiel, was ich meinte gerade eben, war Wiesbaden. Platzsturm gab es ja da schon. Alle haben gefeiert, und dann Osnabrück. Drehen die das Spiel in der 92. und 94., wenn es mich jetzt nicht ganz täuscht. Sowas schreibt, solche Geschichten schreibt wirklich nur der Fußball. So krank. Jetzt hat aber Wiesbaden trotzdem noch die Chance gegen Bielefeld, die ja 4:0 gegen Magdeburg verloren haben. Und ja, hätten sie gut, natürlich auch nur mit Schützenhilfe von Paderborn, hätten sie auch vielleicht nochmal Nürnberg in die Relegation drängen können. So heißt es aber jetzt Wiesbaden gegen Bielefeld. Ich sehe die Vorteile dann doch eher vor allem in FIFA bei Bielefeld. Aber wisst ihr was? Ich lasse mich einfach mal überraschen. Schreibt ihr doch mal, wie ihr denkt, dass das Spiel in echt ausgehen wird, unten gern in die Kommentare. Und jetzt geht's auch schon rein ins Game. Viel Spaß euch beim Relegationsspiel für die zweite Bundesliga. Wiesbaden gegen Bielefeld. Let's go! Schön, dass Sie dabei sind, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Spiel. An den Mikrofonen melden sich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Uns erwartet mit Sicherheit eine sehr interessante Partie. Das klingt nach hochinteressantem Fußball. Bei den beiden Teams ist Spitzenfußball garantiert. Das wird hochklassig. Der SVW in Wiesbaden hat sich für diese Aufstellung entschieden. Taktisch wählen Sie heute ein 3-4-3. Das heißt, Sie betonen das druckvolle Spiel, wollen schnell an den Ball, dann Ihr System aufziehen. Wenn es gelingt, Wolf, ist das vielversprechend, hat aber auch Risiken. Was den taktischen Bereich angeht, Buschi, greifen Sie natürlich am liebsten zum Pressing, ne? Ja, so zumindest kennen wir sie. Sie machen unglaublich viel Druck, und da musst du erstmal ein Mittel finden, um ins Spiel zu kommen, um dir Chancen zu erarbeiten. Das ist nicht einfach. Und jetzt geht's los. Robin Hack. Muss Einwurf geben. Die Gelegenheit. Sebastian Vassiliadis. Der Torwart, ganz sicher. Aber da muss er mehr draus machen. Das ist eine verschenkte Chance. Er bekommt Hilfe. Schöner Versuch. Aber am Ende kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum. Keine Probleme. Den Ball hat er. Schönes Zuspiel. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Geht er rein? Schuss kommt nicht durch. Sebastian Vassiliadis. Kein guter Pass. Oh, da ist er durch. Die Chance. Da ist er. Der erste Treffer in diesem Spiel. Da kommt die Wiederholung nochmal. Wir sehen den Ballverlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben.
So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie trainieren viel mit dem Ball und das sieht man hier auch in dieser Szene. Technisch von allen Spielern. Große Klasse. Den Ball hat er. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Ja, könnte was werden. Fabian Klos. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. 2:0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Gut geklärt, aber Einwurf. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. Spiel geht weiter, Vorteil nach diesem Foul. Kommen Sie noch mal ran! Guter Block, aber Sie müssen weiter aufpassen. Gibt jetzt hier doch noch gelb. Da hat er zunächst den Vorteil abgewartet. Ja, ich finde das Spiel gut laufen lassen, aber das Foul ist natürlich gelbwürdig. Die Ecke kommt rein. Die Gäste sind beim Ballbesitz hinten, aber bei den Toren sind sie eben vorne und nur das zählt. Ballbesitz ist nicht alles, Tore sind wichtiger. Platz auf Außen hier für Arminia Bielefeld. Da ist die Chance. Und die Chance ist vorbei, er wirft sich in den Schuss. Kurze Ecke. Bastian Oczipka. Erstmal abgeblockt. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Ganz energisch. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Wenn der sitzt, dann geht hier noch was. Aber so wird's eng. Und wir sehen, wie sie das ärgert. Den hätte sie zu gern gemacht. Ah, da ist er unkonzentriert bei diesem Abschlag. Vielleicht könnte das jetzt gefährlich werden. Sie nutzen diesen Torwartfehler eiskalt aus. Da ist das Tor. So einfach darfst du es dieser Mannschaft nicht machen. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Wie wird er jetzt hier entscheiden? Gute Parade nach diesem Freistoß, aber auch eine dankbare Aufgabe. Fabian Klos. Sebastian Vassiliadis.
Er spielt steil. Kein Tor. Und sie ärgern sich, denn damit hätten sie hier die Führung verdoppeln können. Ja klar, sie führen. Läuft eigentlich alles, aber den hätten sie gerne mitgenommen. Rheinthaler. 60 Sekunden gibt's noch als Nachspielzeit. Viel geht also nicht mehr. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Flanke kommt rein. Tolle Parade und das aus kürzester Distanz. Ja, den muss er erstmal halten. Da muss er überhaupt erstmal rankommen. Diese Reflexe sind unfassbar. Ecke kommt ins Zentrum. Ball landet beim Gegner. 45 Minuten sind vorbei. Die Spieler gehen erstmal in die Kabinen. Und damit pfeift er die zweiten 45 Minuten an. Klasse Pass jetzt. Er kann sich durchsetzen. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Weg ist der Ball. Sebastian Vassiliadis. Da wäre Platz für den Konter. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Jetzt vielleicht. Chance lebt noch. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Sie unterstützen gut. Er kann es machen. Er holt sich den Ball und das war wichtig. Ja, wäre Tor Nummer 2 gewesen in dieser Partie. Doppelpack verhindert. Gute Aktion. Und jetzt kommen hier zwei frische Spieler aufs Feld. Die kurze Ecke. Jetzt der Schuss. Hätte auch drin sein können. Aber das ist halt ein Meister auf der Linie. Der ahnt diese Dinger. Der springt genau im richtigen Moment. Super Parade. Die Ecke kommt rein. Abwehrversuch scheitert. Szene geht weiter. Schöner Volley-Schuss. Der ist nicht drin. Kaum zu glauben eigentlich. Kompliment. Großes Kompliment an den Torhüter. Kurze Ecke. Er dribbelt nach innen. Jetzt kommt der Schuss. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Es gibt Abstoß, da hätte er mehr draus machen können. Den Zweikampf führt er sehr gut. Fabian Klos. Oh, Ballgewinn hätte gefährlich werden können. Da bekommt er Unterstützung. Ja, setzt sich schön durch. Er zieht ab. Oh, da müssen sie mehr draus machen. Ja, Wolf, so eine Chance dürfen sie nicht liegen lassen. Das kann keinem Trainer gefallen. Robin Hack. Fabian Klos. Nicht gut gearbeitet in der Abwehr. Sie können es machen. Super, wie er das macht. Viele hätten schon gedacht, er geht rein, dieser Ball. Aber nee, nee, dafür ist er einfach zu gut. Die Ecke kommt. Ah, das müssen sie entschlossener machen. Der Block, Szene bleibt gefährlich.
Wir sehen es. Sie lassen sie kommen. In der letzten Viertelstunde spielt hier vor allem ein Team. Das sind die Gäste. Das zeigen auch die. Und jetzt diese Chance. So, leichtes Durchatmen hier nach diesem Zweikampf. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Das ist die Chance. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. Geht dazwischen und hat den Ball. Da wäre Platz für den Konter. Macht er gut. Gefährlicher Heber. Wird das die Entscheidung? Ah, das ist schon sein zweites Tor heute. Klasse Auftritt von ihm natürlich. Da kommt die Wiederholung dieser Szene. Ausgangspunkt ist diese Vorlage. Und dann das Tor ins kurze Eck, ins Torwart-Eck. Das sieht halt nie sonderlich gut aus, war aber clever gemacht. Tor 3-1 heißt es also jetzt. Acht Minuten jetzt noch. Den Ball hat er. Die Gäste führen hier klar. Wir sind mittendrin in der Schlussphase. Sie machen das alles richtig gut hier. Für oh, jetzt haben sie die Chance. Ah, der geht nicht rein. Das war knapp. Da hätten sie um ein Haar das Tor gemacht. Jetzt kommt hier der Wechsel. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Das hat er nicht gut gemacht. Chance für den Konter jetzt. Jetzt die Chance. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Damit ist dieses Spiel hier heute beendet und der Sieg geht hier am Ende an die Gäste. Tja, sie können hier gewinnen. Am Ende doch ziemlich ungefährdet. 2 Treffer Vorsprung. Das sagt schon mehr oder weniger aus, wie das hier gelaufen ist. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ganz toll, also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.